Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in unserer Veranstaltung Grundlagen der Wirtschaftsinformatik. In diesem letzten Anwendungsbeispiel geht es um Streaming Video und die Frage, warum das Video manchmal hängt und nicht weiterläuft oder verpixelt ist. Das schauen wir uns einmal kurz an. Die Anwendungsschicht ist auch hier wieder relativ klar. Auf der linken Seite ein Client, zum Beispiel ein YouTube-Client oder ein Netflix-Client. Auf der rechten Seite ein Server. In diesem Fall haben wir mal einen Netflix-Server genommen. Beide, Client und Server, kommunizieren über die Anwendungsschicht miteinander. Unten drunter läuft der Transport-Layer, der die beiden Server und Client miteinander verbindet und sicherstellt, dass eine dauerhafte Verbindung besteht. Und unten drunter haben wir The Core, den haben wir hier jetzt einfach mal ausgeblendet. Worum geht es? Es geht um unterschiedliche Anforderungen an Dienste, die wir im Internet verwenden. Ein E-Mail-Dienst zum Beispiel benötigt eine sichere Verbindung zwischen E-Mail-Client und E-Mail-Server. Möglicherweise sogar verschlüsselt, denn wir wollen vertrauenswürdige Daten zwischen Client und Server austauschen. Die Zeitdauer der Übertragung einer solchen E-Mail ist relativ flexibel. Uns ist es egal, ob die E-Mail in 15 Millisekunden da ist oder in 40 Millisekunden oder auch mal eine Sekunde braucht. Und wir können jede E-Mail einzeln betrachten, denn die E-Mails haben untereinander keine Beziehung. Ein bisschen anders ist es bei der Webseite. Wenn wir eine Webseite angucken wollen, haben wir auch dort eine sichere Verbindung, möglicherweise verschlüsselt. Schauen Sie mal links oben in die Adresszeile, da steht dann HTTPS. Das S steht für Secure und das heißt verschlüsselt. Bei vielen Webseiten ist das mittlerweile so. Die Zeitdauer der Übertragung ist durchaus kritischer als bei der E-Mail. Wenn der User in einer gewissen Zeit keine Webseite mehr zu sehen kriegt, dann klickt er auf den nächsten Link, hüpft auf die nächste URL und ist nicht mehr da. Gerade für E-Commerce-Anbieter ist es zum Beispiel wichtig, dass sich so eine Seite relativ schnell aufbaut. Und was wir noch haben möchten, ist, eine Verfolgung des Pfades zwischen Webseiten wäre wünschenswert. Das heißt, die Webseiten sind sozusagen in der Ansicht des Servers durchaus miteinander verbunden, denn manchmal macht das einen Unterschied, ob eine Person von einer Startseite auf eine Unterseite kommt oder ob sie direkt von der Google-Suchmaschine auf die Unterseite kommt, dann würden wir vielleicht andere Bestandteile in der Webseite darstellen. Ein dritter Anwendungsfall ist Video- oder Audio-Streaming. Hier ist tatsächlich die Zeitdauer der Übertragung kritisch, denn es soll natürlich alles gleichmäßig, smooth angezeigt und übertragen werden und es sollte auch nicht zu lange dauern. Alles andere ist Ihnen allerdings wünschenswert, denn eine sichere Verbindung für Video- oder Audio-Streams, also für Internet, Radio oder Netflix, schön das zu haben, aber es ist nicht wirklich wichtig. Daten können zwischendrin verloren gehen, wenn eine Übertragung wenige Sekundenbruchteile später wieder aufgenommen wird. Wenn wir zwischendrin kleine Aussätze haben, unser Gehirn kommt mit 24 Bildern pro Sekunde sehr gut klar. Wenn wir 30 Bilder pro Sekunde übertragen, haben wir 6 Bilder, die ab und zu mal verloren gehen können. Das wäre völlig in Ordnung. Videostreaming, Audio-Streaming, unser Gehirn, unser Ohr, unsere Augen machen einiges wett, sodass wir der Technik ein bisschen mehr Fehler zugestehen können, als es bei E-Mail oder bei Webseitenübertragung der Fall sein würde. Deswegen definieren wir im Internet sogenannte Dienstgütekriterien, Quality of Service. Diese Dienstgütekriterien sind eben unterschiedlich, je nachdem, ob wir E-Mail, Webseiten oder Streaming haben. Über die Ende-zu-Ende-Verzögerung, den Paketverlust und den Durchsatz hatten wir in einem früheren Video bereits gesprochen. Neu beim Streaming ist der sogenannte Jitter, auf den werden wir später noch kommen. Also Dienstgütekriterien ist beispielsweise eine Ende-zu-Ende-Verzögerung, wie schnell werden die Daten übers Netz übertragen. Die Beispiele, die ich jetzt hier gebracht habe mit E-Mail oder Webseiten, sind noch sehr menschbezogen. Für einen Menschen ist es vielleicht ärgerlich, wenn eine Webseite sich nicht schnell aufbaut, aber es ist nicht wirklich schwierig. Das wird sich in der Zukunft verändern, wenn wir zum Beispiel über das autonome Fahren nachdenken. Dort ist es tatsächlich wichtig, vielleicht sogar manchmal lebenswichtig, dass Daten sehr schnell übers Netz übertragen werden und damit zum Beispiel Staus aufgelöst werden, Ampeln geschaltet werden können, Unfälle vermieden werden können. Auch der Paketverlust mag wichtiger oder unwichtiger sein, je nachdem, welche Art von Verbindung wir haben. Und über den Durchsatz, über die DSL-Verbindung, über die schnellen oder die langsamen, ärgern sich all jene, die irgendwo in Oberfranken oder in der Oberpfalz auf dem flachen Land wohnen. Also,
Je höher die Dienstgüte in diesen Bereichen, desto besser ist es. Und natürlich ist es so, dass wir für höhere Dienstgüte üblicherweise auch mehr bezahlen würden. Damit man jetzt diese unterschiedlichen Anforderungen trotzdem ein bisschen unter den Hut kriegt, hat man sich für verschiedene Dienstarten entschieden. Eine Dienstart ist, dass wir einen verbindungsorientierten versus einen verbindungslosen Kommunikation haben. Eine verbindungsorientierte Kommunikation ist eine, bei der es einen geordneten Ablauf gibt von Verbindungsaufbau, dann den Dienstzugriff und dann den Verbindungsabbau. Das heißt, in so einem Moment sind Gerät A und Gerät B direkt miteinander verbunden, jedenfalls virtuell über das Internet. Sie wissen, dass es eine Verbindung gibt. Das heißt, Gerät B guckt nicht komisch, wenn auf einmal ein Paket kommt von Gerät A. Es weiß, da müsste noch etwas kommen. Und wenn alles übertragen worden ist, dann gibt es auch einen sauberen Verbindungsabbau, dass beide Geräte wissen, jetzt ist es gut und jetzt kommt nichts weiter. Auf der verbindungslosen Seite läuft jedes übertragene Paket für sich. Es kann auch verloren gehen. Es ist ein sogenanntes Best-Effort-Netz oder Best-Effort-Protokoll. Und die Pakete nehmen unter Umständen unterschiedliche Wege durch dieses Netz. Sie kommen daher vielleicht auch in unterschiedlicher Reihenfolge beim Empfänger an. Das heißt, einige Pakete sind schneller, andere Pakete sind langsamer. Gerät B, der Empfänger, muss diese Pakete alle entgegennehmen und sie dann nach und nach wieder zusammenbauen. Je nachdem, wie wir es haben wollen, ist es dann einmal gesichert und einmal ungesichert. Bei der gesicherten Übertragung von Daten wird der Empfänger bestätigen, dass eine Nachricht angekommen ist. Das heißt, es werden Bestätigungsinformationen an den Sender zurückgeschickt. Bei Nichterhalt einer solchen Bestätigung wird die Nachricht erneut gesendet. Eine Realisierung so einer Darstellung ist in der Transportschicht aufgehoben. Das ist die Aufgabe der Transportschicht. Und dort gibt es das sogenannte Transport Control Protocol oder TCP, welches mit Bestätigungen und welches mit Verbindungsorientierung arbeitet. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch eine Anforderung wie bei Streaming, wo es eben schnell gehen muss, wo Videodaten übertragen werden, wo Bestätigungsmechanismen zurücksenden, neu senden und so weiter vielleicht das Ganze nur langsamer machen würden. Das heißt, dort gibt es einen weniger Datenverkehr, es gibt nicht gesendete Bestätigung, damit gibt es insgesamt eine schnellere Verbindung. Es gibt aber eben keine Empfangsgarantie, ob der Empfänger tatsächlich alle Daten bekommen hat, die der Sender geschickt hat. Auch das lässt sich in der Transportschicht realisieren durch das sogenannte User Datagram Protocol, UDP. Und die Programmierer einer bestimmten Anwendung, also zum Beispiel die Programmierer eines Zoom-Video-Clients, müssen sich entscheiden bei der Anlage ihrer App oder ihrer Software, welches von diesen beiden Protokollen sie benutzen wollen und damit auch, welche Dienstgütekriterien sie wichtiger finden als andere. Mal ein Beispiel für UDP und für Dienstgüte bei Streaming. Das Beispiel, was hier zu zeigen wäre, ist der sogenannte Jitter. Oder warum gibt es bei YouTube eine rote und eine graue Linie? Auf der rechten Seite unten sehen Sie einen kleinen Ausschnitt eines YouTube-Fensters. Typischerweise, wenn Sie ein Video abspielen, läuft dort zuerst eine kleine graue Linie los. Dann dauert es eine gewisse Zeit und dann fängt das Video an zu spielen. Und dann sehen Sie eine rote Linie, die den Abspielzeitpunkt des Videos zeigt. Diese graue Linie, die hier ist, sind die bereits empfangenen Pakete beim Empfänger. Die rote Linie ist das, was abgespielt wird. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben hier so ein kleines Zeit- und Paketediagramm in der Mitte. Der Sender in Blau generiert Pakete immer im gleichen Zeitabstand. Man kann sich das so vorstellen, so ein Video wird halt in einzelne Datenpakete unterteilt. Jedes Datenpaket ist gleich groß, deswegen wird es zum gleichen Zeitpunkt immer wiederkehrend wird ein Datenpaket abgeschickt. Dieses Datenpaket kommt jetzt best effort über das Internet irgendwie zum Empfänger. Manche Pakete sind schneller, manche Pakete sind langsamer. Was macht der Empfänger? Er puffert diese Pakete, das ist die rote Linie. Zu Anfang ist nur ein Paket da, später ist das zweite Paket da, dann das dritte Paket da. Und irgendwann muss sich der Empfänger entscheiden, wann er jetzt dem User dieses Video abspielt. Das ist diese lila Linie, diese pinke Linie, die hier läuft. Und das ist der Zeitpunkt, jeder kleine Kreis ist quasi der Zeitpunkt, zu dem ein
der Empfänger ein Bild dieses Videos zu sehen bekommt. Und das Beste ist natürlich, wenn alle Pakete getroffen werden, wenn alle Pakete da sind. Aber es kann durchaus auch sein, dass zum Zeitpunkt, wo man jetzt erwarten würde, dass zum Beispiel dieses Paket hier da ist, ist es noch unterwegs, es kann nicht abgespielt werden. Das Video würde jetzt nicht stoppen, sondern es würde das überspringen und würde dann das erst mit dem nächsten, übernächsten Paket und mit dem überübernächsten Paket weitermachen. Wenn sich das häuft, dann sehen Sie das dadurch, dass Sie auf einmal ein Video haben, das eben hakt. Ein Video, das ein bisschen verpixelt ist, das ist auch ein Beispiel dafür, dass Pakete verloren gehen. Und das ist so ein bisschen eine Taktik, die das Internet verwendet, um mit diesem Best-Effort-Netz zurande zu kommen. Insofern habe ich hoffentlich jetzt diese Frage beantwortet. Warum hängt mein Video? Wie funktioniert das Streaming? Sie können da gerne im Internet noch das ein oder andere nachlesen. Dankeschön für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.